Ja Leute, was geht? Und es geht weiter mit einer neuen Folge von Dying Light, meine lieben Leute, oder mit einer neuen Season. Ja, wir haben ja einiges, weiß ich nicht, was wollen wir letzte Folge eigentlich noch machen? Ach ja, stimmt, wir hatten einigen Leuten zu reden und so, und ja, ach ja, die Safe-Zone, die wir säubern müssten. Oh. Und hier können wir immer mit dem Typen reden, da hinten. Da hinten. Papa! Neil Fallon, ich schreibe für das Magazin für internationale Beziehungen. Ich habe von Ihnen gehört. Ach wirklich? Wie sind Sie hier reingekommen? Zu Beginn der Krise war das nicht so schwierig. Und als Sie Suleiman dann die Zügel in die Hand gaben, war klar, wie sich die ganze Sache entwickeln würde. Und da wollten Sie bleiben? Ehrlich gesagt will ich gerne weg. Aber das scheint momentan unmöglich. Normalerweise gibt es in abgeriegelten Städten jemanden, den man bestechen kann. Hier nicht. Ich kann Ihnen da nicht helfen. Hier kommt keiner raus. Scheint so. Aber meine Arbeit. Ich habe seit dem ersten Tag der Krise Aufzeichnungen gemacht. Hunderte Interviews mit Leuten, die keine... naja, keine Leute mehr sind. Suleiman hat viel auf dem Kerbholz. Die Welt muss erfahren, was hier vorgefallen ist. Ich bin verzweifelt, Mann. Ich habe meine kompletten Aufzeichnungen verloren. Das Internetcafé, in dem ich mich verschanzt hatte, wurde angegriffen. Ich kam ohne Biss davon, aber meine Umhängetasche ist noch dort. Und die Sachen sind in der Tasche? Die meisten. Während meiner Flucht musste ich meine Kamera in einem Auto deponieren. Ich weiß, ich verlange viel. Selbst wenn ich alles finden sollte, sitzen Sie immer noch hier fest. Hören Sie, ohne meine Aufzeichnungen gibt es keinen Grund, Harran zu verlassen. Das Café ist in einem komplett überrannten Viertel. Gut, vielleicht, aber ich verspreche nichts. Ja, okay. Ja. Gut, gehen wir dorthin, würde ich sagen. Gut. Du versprichst nicht viel. Wie viel haben wir noch eine Quest? Wo ist denn die Quest? Wir hatten noch irgendwas noch mit dem Rauch. Dem Gasmasken, Mann, ja, die Quest hatten wir auch noch. Irgendwo das mit dem Rauch. Wo ist die Quest? Da hinten. Ja, dann können wir die machen. Dann gehen wir erstmal dahin, würde ich sagen. Und dann gehen wir weiter hierhin und dann dahin. Ja, so machen wir es. Okay. Los geht's. Haben wir ein Reiseziel? So, ja, man muss natürlich immer ein bisschen Ziele sich machen, ne? So. Wo habe ich das Ding denn? Ah ja, jetzt geht das wieder los. Ruckel, ne. Es tut mir leid, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ich weiß auch nicht, wie ich das beheben kann. Es ist manchmal leider so, dass man ein bisschen ruckelt. Bei mir auch, ja. Ich kann es leider, auch wenn ich es gerne machen würde, momentan nicht in... oder was ist denn da? Aber warte, ich komme gleich wieder. Ah, danke. Damit kann ich auch rechnen. Alter, ist ja mal gut, ey. Scheiße. Crane, hörst du mich? Was ist? Im 18. Stock hat sich jemand verwandelt. Wir versuchen die Kontrolle zu wahren, aber... um es ganz klar zu sagen, Crane, wir brauchen Antizin und zwar sofort. Raiz hat mir 2 Kisten versprochen, Bracken. 2. Ich mach's so schnell ich kann, ehrlich. Gut. Beeil dich bloß. Bitte. Ja, beeil mich. Cool, danke. Ich glaube, so einen Stab habe ich auch noch nicht mitgehabt, ne?
jemand unter 59 ist. Unter 59 natürlich. Ah ja, aber ich hab auch nicht gute Waffen, ne? Die ist so nicht ganz so gut. Nimm die mal weg. Und die dafür auf den Polizeistock. Okay. Was habt ihr denn hier bewacht, sag mal? Okay, was habt ihr jetzt bewacht? Ah, toll. Oh Gott, manche sind aber auch schwer, manche Dinger, aber gut. Was ist hier? Inventar voll, das ist das gleiche. Und dann nehme ich aber das hier mit und gut ist. Ja, stimmt, ich wollte ja noch den Bus hier, mir mal angucken. Der auch schon unter Wasser ist, natürlich. Oh ne, da ist noch was. Okay, und wieder raus. Was ist, hä? Was ist? Gut, okay, zack, zack. Du Monster, komm raus! Komm raus! Was ist denn los? Harun, dieser furchtbare Unmensch. Er hat meine Schwester vertrieben. Aida ist Witwe mit zwei Kindern, Jasmina und Jamil. Sie sind unter dem Zaun durch, um ihre Mutter zu finden. Jasmina ist gestern zurückgekommen, aber Aida und Jamil sind noch da draußen. Bitte, könntest du meine Schwester und meinen Neffen zurückbringen? Ich werde es versuchen. Wo ist das Mädchen? Sie versteckt sich in meinem Haus vor Harun. Sie hat Angst, er wirft sie auch raus. Vielleicht rede ich mal mit Harun. Oh, ey, dann mach ich jetzt halt auf. Hallo? 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 Er ist nicht da. Oh, dann solltest du ihn suchen. Ernsthaft? Okay. Wo finde ich Harun? Vermutlich unter der Brücke. Da wohnen die meisten Trolle. Frisst wohl gerade Fischköpfe. Ah, hier ist wieder die Tochter Jasmin, ne? Ja, Jasmina. Und, Jasmina? Ich will deiner Mama helfen. Sprichst du mit mir? Sie ist in Gefahr. Ich muss sie finden. Sie ist weg. Sie wurde gebissen. Harun sagt, wer gebissen wird, kann nicht hierbleiben. Ich bringe sie an einen Ort, wo es Medizin gibt. Dort wird man sie nicht wegschicken. Kannst du mir sagen, was dir und deinem Bruder zugestoßen ist? Jamil und ich sind unter dem Zaun durch, um Mama zu suchen.
Wir haben sie bei den Häusern hinter dem Tunnel gefunden. Da war ein Beißer. Er hat mich gebissen. Mama hat ihm auf den Kopf gehauen. Er hat dich gebissen? Nur ganz leicht. Ich habe mich gewehrt. Und deine Mama? Sie hat uns in ein Haus geführt und ist dann los Medizin suchen. Als sie wieder da war, hat sie Jamil gesagt, er soll dort warten. Und dann hat sie mich zu diesem Mann gebracht. Hat er dir Medizin gegeben? Ja. Er hat gesagt, dass wir noch mehr brauchen. Aber ich und Mama könnten im Keller bleiben, als seine Püppchen. Ich weiß nicht, was das heißt, aber Mama hatte Angst. Sie hat ihn gehauen und gesagt, ich soll weglaufen. Ist schon gut, Jasmina. Ich werde sie finden. Wo lebt dieser Mann? Weiß nicht genau. Es ist ein Haus mit Hämmern und Äxten. Und wo ist dein Bruder? Jamil versteckt sich in dem Haus mit den roten Blumen. Du bist sehr mutig, aber du musst noch ein wenig hierbleiben. Halt dich von Harun fern, bis ich zurück bin, ja? Würdest du wirklich Mama und meinen Bruder finden? Auf jeden Fall. Dankeschön. Na gut, dann trail hier mit Harun mal auf unsere Art. Ich glaube, das Gespräch will er nicht, hätte er sich lieber erspart. Harun. Hey, ich bin beschäftigt. Wieso hast du diese Frau aus dem Dorf vertrieben? Aida? Die ist infiziert. Kein Infizierter darf im Dorf bleiben. Will Görsel das so? Manche Leute wollen keine schwierigen Entscheidungen treffen. Ich tu's. Wenn Aida lieber hier geblieben wäre, hätte sie sich eben nicht beißen lassen dürfen. Pech gehabt. Sayonara. Was ist mit den Kindern? Was soll mit ihnen sein? Hier gibt's kein Antizin. Ich hab ihnen Gefallen getan, damit sie nicht zusehen müssen, wie wir ihre Mutter zerstückeln, wenn sie zum Zombie wird. Du wirst mir gerade unsympathisch. Hey, ich will keinen Ärger. Sieht's ganz in Ordnung aus. Und schönen Tag noch, ja? Mhm. Und jetzt ja auch. Ich hab mir Arschloch. Überhaupt nichts vorzuwerfen. So. Okay, finden Sie das Haus mit dem roten Blumen hinter dem Tunnel. Okay. Na? Okay. Oh Gott. Warum ruckelt das eigentlich immer so? Weißt Mensch. Diese Therese aus dem Plattenbau. Warum? Ah, die andere Quest ist hier. Okay, passt schon. Sonst dachte ich eben, ob wir vielleicht die eine Quest auch abgeben. Oh Gott, was soll er denn nicht mit dem ganzen Ruckel? Soll ich denn hier jemanden finden? Da ganz toll.
Oh, nee. Oh Gott. Oh. Scheiße. Scheiße. Jetzt habe ich es natürlich angelockt. Einmal über den. Fuck, fuck, fuck. Es werden immer mehr. Tschüss. Kleine, ich bin gleich da. Oh Gott. Du hast in der Pause. Mit der. Kotzen kannst du später. Aber ja, Glück gehabt, dass hier jetzt nichts Schlimmeres passiert ist. Hey! Scheiße. Na klar. Komm, Tür zu, Tür zu, Tür zu. Mist. Fuck, ich war schnell genug. Hey! Na, Braut. Nein, nein, nein. Gott, ja, noch mehr. Scheiße. Muss ich einfach von... Oh ja. Natürlich du von unten dich, aber du... Warte, ich komm gleich, lass mich einfach hier die... Oh. Kannst du nicht mal eine Mod ranbauen oder so an dem Brecheisen? Das ist nämlich ziemlich geil. Warte, 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 warte. Kann man das nicht modifizieren, oder? Nee. Brecheisen ist nicht modifizierbar. Schade. Na? Jetzt dreht sich zuerst zu. Ah gut, das Ding... Oh Gott. Das Ding ist aber stark genug soweit. Ach Junge. Hinlegen. Oben ist er noch nicht zu, ne? Was haben wir hier? Ne, oben kann man nichts machen. Na gut, egal. Okay, ist jetzt alles leer hier soweit? Gott, ja, Kleiner, ich komm doch schon. Gott, ich gehe jetzt mal über zu ihm hin. Ach so, wir müssen es erstmal sichern. Hilfe, Mama! Warte, ich tu dir nichts, ich tu dir nichts. Du bist Jamil, ja? Ja. Ich suche deine Mutter. Kannst du mir sagen, wo sie ist? Jasmina ist gebissen worden. Mama hat sie zu einem Mann gebracht, der Medizin hatte, die vom Himmel gefallen war. Sie hat gesagt, er heißt Salim. Weißt du denn, wo Salim wohnt? Im Werkzeugladen. Hör mir zu, Jamil. Ich hole jetzt deine Mama und komm dann zurück. Warte hier auf mich, okay? Okay, komm bald zurück. Mach ich. Keine Angst. Okay. Wir gehen da von oben wieder raus, würde ich sagen. Was?
mir egal. Also egal nicht, aber... Ja, komischer Verkäufer ist das, ne? Ja. Okay, ab nach oben. Ah, nee, dann wollte ich gar nicht lang. Ah, da komme ich nicht lang. Okay, dann halt nicht. Ah, schade. Ja, okay. So wollte ich jetzt auch nicht runter. Mittel. Okay, was ist denn hier drin? Mal gucken, was da drin ist. Ein Hammer. Der macht aber mehr als der hier. Würde sagen, zerlegen. Und tauschen. Genau. Hi! Ich muss ja wieder irgendwie aus dieser Stadt rauskommen. Aus dem Dorf hier. Darf ich mal ganz kurz? Danke. Okay, ich häng fest. Ich häng fest irgendwie. Okay. Tschüss. Na, logisch. Oh ja, ist ja mal gut mit dem ganzen Gurkel, ey. Moment, die Grafikflächen. Ich hab doch schon alles auf dem Mittel und so. Ist jetzt weniger. Ich glaube nicht, ich habe ja schon mal ausprobiert, ne? Was war das? Frage ich mich auch irgendwie gerade. Na, gucken wir mal nach, würde ich sagen. Da kommt halt von oben rein. Hat sich hier jemand verwandelt oder was war das? Das ist jetzt ein bisschen. Dann haben wir gleich einen Runner vor uns. Hoffen wir nicht, ne? Hallo? Hey da drin, aufmachen! Wer sind Sie? Crane vom Turm. Ich habe eine Frau schreien hören. Ja, meine Frau. Sie kriegt ein Kind. Ach Mist. Kann ich irgendwas tun? Wir brauchen Alkohol. Zum Desinfizieren. Bitte! Alkohol? Ah.
Okay. Hey, ich hab Alkohol. Danke, das können wir gut gebrauchen. Mehr hast du nicht gefunden? Das reicht nicht wirklich. Ich kann meine Frau jetzt echt nicht allein lassen. Mal sehen, ob ich noch was finde. Hey, ich bin's, Crane. Ich hab noch welchen. Ja, toll. Das Zeug geht nämlich weg wie nix. Aber ist das alles? Es ist fast genug, aber nicht ganz. Ihr müsst ja eine Menge Mikroben haben. Wegen der Seuche muss alles sauber sein. Lupen rein. Mein Neugeborenes soll sich ja nicht anstecken. Wir brauchen unbedingt mehr Alkohol. Die Krankheit wird durch einen Biss übertragen, der... Hey, ich hab den Alkohol. Alles okay da drin? Hast du noch was? Ja, hier. Ja, danke. Tschüss. Ich könnte's gut sein lassen, aber... Nee. Gucken wir mal nach, was es war. Ob wir vielleicht... Natürlich. Toll. Idioten. Ach, das stimmt, Idioten. Das sind wirklich Idioten, aber egal.